Hey Leute und willkommen zu einem neuen Nerd Talk. Ist jetzt ein bisschen komisch, muss ich sagen, wo der Marco nicht da ist, weil ich jetzt mich nicht mehr mit einer anderen Person unterhalte, sondern nur mit euch lediglich. Ist aber, finde ich, nicht weiter schlimm, denn wir können auch so über einiges reden. Heute geht's nämlich um ein folgendes Thema, das wäre Batman. Der ein oder andere hat sicherlich den The Batman gesehen mit Robert Pattinson und vielleicht sogar gemerkt, der Film ist echt geil. Hätte ich persönlich auch nicht gedacht, dass Robert Pattinson einen super krassen Batman abgibt, aber letztendlich hat er sich doch bewiesen und es sieht wirklich sehr danach aus, dass es einen zweiten, wenn nicht sogar einen dritten Teil gibt. Darüber wollen wir heute, quasi will ich heute mit euch reden und dementsprechend, genau, würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Intro. Achtung, ich muss natürlich auch vorher nochmal erwähnen, es kann und wird natürlich zu Spoilern kommen zu The Batman. Dementsprechend, wenn du den Film noch nicht gesehen hast und da nicht gespoilert werden möchtest, solltest du besser vielleicht jetzt erstmal abschalten. Und zwar, worum ging es denn nochmal in The Batman? Lassen wir da nochmal Revue passieren. Wir wissen, dass Batman wohl anscheinend schon knapp 2 Jahre aktiv im Dienst ist. Catwoman ist aufgetaucht, die am Ende des Films ja so ihren Weg geht und wahrscheinlich in der Fortsetzung vielleicht sogar erstmal nicht mehr auftaucht. Dazu ist natürlich der Riddler aufgetaucht, der mit Rätseln und einem Bergen von Leichen auf sich aufmerksam gemacht hat. Für das Gotham City Police Department und Batman natürlich, denn den wollte er ja herausfordern. Was am Ende ja geschehen ist, ist, dass Riddler dann im Knast steckt und auf den Joker getroffen ist. Und was wir ebenfalls wissen, ist, dass Falcone jetzt tot ist und der Pinguin an der Macht. Das heißt, genügend Stoff für 2 weitere Teile sind auf jeden Fall gegeben. Zudem haben wir ja auch noch eine Post-Credit-Szene gekriegt, so wie wir es eigentlich immer von Marvel kennen, und DC macht das ja jetzt anscheinend auch, in dem ein Code vorhanden ist, beziehungsweise eine Webseite. Wenn man auf diese Webseite geht, also in real auf diese Webseite geht, dann kommt man zu einem Rätsel. Und wenn man das löst, steht da sowas wie, dass es quasi eine Art Comeback geben wird. Ich weiß nicht, ob das darauf bezogen sein soll, dass der Riddler nochmal kommt oder ob sie generell damit meinen, dass The Batman eine Fortsetzung bekommt. Das ist aktuell noch ein bisschen schwierig zu sagen. Zudem ist der Film ja auch immer noch in den Kinos und immer noch nicht auf Blu-ray oder extra Inhalte sind draußen oder sonst irgendwie sowas. Aber wie würde so ein The Batman 2 denn ausschauen? Das Ganze ist natürlich eigentlich lediglich eher eine Theorie als sonst was, weil denn man kann aktuell zu diesem Zeitpunkt zumindest nur spekulieren. Auch wann ein zweiter Teil überhaupt rauskäme, ist überhaupt noch nicht sagbar. Ist das ein richtiges Wort? Sagbar? Definierbar? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber trotz alledem, wie würde so eine Handlung ausschauen? Also ich glaube persönlich, dass Catwoman wahrscheinlich erstmal im zweiten Teil nicht mehr vorkäme. Einfach aus dem einfachen Grund, dass sie sich erstmal im ersten Teil verabschiedet hat und ihren eigenen Weg geht. Ich glaube, dass das eher ein Aufruf dafür ist, sie vielleicht in einem Spin-off-Film zu behandeln, als tatsächlich nochmal aktiv im zweiten Teil mitzuspielen. Zudem, weil sie im ersten Teil sowieso ihre eigenen Ziele auch verfolgte und sie lediglich eigentlich nur ein und dasselbe Ziel hatten. Somit denke ich, dass wahrscheinlich der Joker eher der sein wird, der im zweiten Teil präsent wird. Ich weiß allerdings noch nicht, ob das wirklich schon so gut ist, den jetzt schon einzubauen. Das wäre vielleicht ein bisschen früh für den zweiten Teil. Aber auf der anderen Seite würde es wiederum passen, wenn das so käme, wie ich mir den dritten Teil vorstelle. Denn ich stelle mir das Ganze nämlich so vor. Im ersten Teil haben wir den Riddler. Im zweiten Teil käme der Joker aus Arkham und würde die ganze Stadt in Aufruhr halten und einen Berg von Leichen hinterlassen und quasi diese typische Batman-Joker-Geschichte, wie wir sie kennen, ist im zweiten Teil vorhanden. Wenn sie den zweiten Teil genauso lang machen wie der erste Teil, hat man auch genügend Zeit, um alles zu erklären. Denn das, finde ich, sollte ein großer Knackpunkt sein, der sehr wichtig ist, dass die Teile auch wirklich ihre Länge haben. Der erste Teil ging jetzt fast 3 Stunden und deswegen finde ich, es ist ganz wichtig, dass der zweite Teil eine ähnliche, wenn nicht sogar dieselbe Spielfilmlänge hat, genauso wie ein dritten Teil. Denn das ist das, was Batman eigentlich braucht. Genau das hatte dem Film gut getan, denn so hatte man wirklich absolut Zeit, alles ausführlich darzustellen. Somit finde ich, ein zweiter Teil mit einem Joker wäre doch gar nicht so eine schlechte Idee. Denn somit könnte man quasi sagen, okay, dann hätten wir jetzt im ersten Teil den Riddler, im zweiten Teil den Joker. Aber wir vergessen immer mal wieder was.
Der Pinguin ist an der Macht. Somit könnte man im dritten Teil quasi die Arkham Origins Geschichte erzählen. Falls jemand Batman Arkham Origins gespielt hat, weiß er ja, was Sache ist. Und für diejenigen, die es nicht wissen, da kommt nämlich Black Mask vor, der quasi Auftragskiller anheuert, den Batman zu töten. Hier könnte man sagen, dass es gar nicht so sehr Black Mask ist, sondern vielleicht eher der Pinguin. Das wäre die Möglichkeit, zum allerersten Mal im ganzen Real-Life-TV Firefly einzuführen, der viel mit Feuer macht, oder sogar den Deathstroke gegen den Batman. Stellen wir mal vor, er würde die beiden nehmen, dann hätten wir theoretisch Firefly, wir hätten Deathstroke und vor allem hätten wir immer noch den Pinguin und vielleicht noch viele, viele weitere Auftragskiller. Das wiederum wäre vielleicht sogar gut, um zu sagen, okay, Catwoman muss zurückkehren, einfach aus dem Grund, weil sie Batman unterstützen soll bei diesem Kampf. Somit hätte er es gegen ganz viele Auftragskiller im dritten Teil zu tun und das wäre eine perfekte Abrundung für die ganze Reihe, denn der dritte Teil muss immer absolut ballern, der dritte Teil muss vollgestopft sein mit sehr viel, damit es auch einen krönenden Abschluss hat. Ich glaube, dass das wirklich sehr gut wäre für die Batman-Reihe, denn so könnte man sagen, dass er am Ende dann auch den Pinguin besiegt, die ganzen Auftragskiller ausschaltet, Catwoman hätte wieder ihren Auftritt und somit hätte man eine gute Grundbasis für weitere drei Teile. Jetzt denkt sich der ein oder andere, was, weitere drei Teile? Das heißt, du meinst insgesamt 6 The Batman-Filme. Alter, wir haben gerade mal den ersten Teil draus, chill doch mal. Eine Trilogie, okay, aber... Ja, aber... Ich werde noch ein Video dazu machen, das kommt dann vielleicht nächste Woche. Und da werden wir nochmal ausführlich darüber reden. Und glaubt mir, wenn ich euch das alles erzähle, findet ihr, macht das sogar richtig Sinn. Und dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, genau das brauchen wir. Also schaltet definitiv nächste Woche ein, denn da wird das alles nochmal detailliert erklärt. Okay, aber um jetzt nochmal auf der Batman-Trilogie zu sein. Erster Teil Riddler, zweiter Teil Joker, dritter Teil Pinguin mit all diesen Auftragskillern und eben nochmal Catwoman. Somit könnte man vielleicht eventuell noch andere Charaktere irgendwie einbauen, wie zu sagen, man könnte einen jungen Kerl einbauen, der dann später zu Robin wird oder vielleicht sogar einen Nightwing einbauen. Oder ich meine, das ist ja eine ganz neue Batman-Geschichte, die man so eigentlich neu interpretieren kann. Und somit könnte man sagen, vielleicht gab es von Anfang an schon einen Nightwing irgendwie irgendwo oder er kriegt vielleicht einen neuen Robin, ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und das ist, glaube ich, was der Batman-Reihe wirklich sehr, sehr gut tun würde. Aber ich kann aktuell zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, das ist alles Spekulation, das ist alles Theorie. Würde ich ganz gerne eure Meinung dazu in die Kommentare wissen. Also haut da auf jeden Fall mal rein, was ihr glaubt, wie eine Trilogie von Batman aussehen würde, beziehungsweise was ihr euch wünschen würdet für so eine Trilogie. Das würde mich hardcore interessieren, also ab damit in die Kommentare. Und ansonsten war's das. Schaltet auf jeden Fall das nächste Mal ein, wenn wir über die nächsten drei Batman-Teile reden. Denn glaubt mir, wie gesagt, ihr würdet das, wenn ihr dieses Video seht, definitiv wollen. Das verspreche ich euch. Und ansonsten war's das von mir. Haut rein, bleibt fresh. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.